Hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Play Along von Constant C. Ich begrüße euch. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Let's Play Along. Und was würde sich besser eignen als einmal mehr ein Jump'n'Run, Plattformer, Puzzle, Gravitationsspiel? Diesmal eben mit Constant C aus dem Hause International Games System. Erschienen, ja, kürzlich auf Desura oder Desura, wie auch immer man das aussprechen möge. Ich weiß das bis heute nicht. Ja, worum handelt es sich hier? Wie gesagt, es ist ein Plattformer, Puzzle, Jump'n'Run, Gravitationsspiel. So ein Knobelspiel für zwischendurch, würde ich mal sagen. Für die halbe Stunde, die man mal Zeit hat, oder auch Stunde, was auch immer. Um seine grauen Gehirnzellen mal wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, oder eben auch nicht. Ja, in meinem Fall ist das völlig egal, da ich nicht mehr viele davon habe. Und ja, wir steuern hier einen kleinen Rettungsroboter in einer Fabrik und müssen wahrscheinlich durch unzählige Level gelangen. Würde ich jetzt mal so annehmen. Und zwar, ja, unzählig nicht, aber es sind an die 100, habe ich gelesen. Mit dem schönen Zusatz auch, ne, hier Mindblowing Puzzles. Und daran wurde noch angefügt, Warning may cause brain damage. Ja, wie gesagt, davor bin ich gefeit. Deshalb werde ich mir jetzt mal dieses Spiel so 10, 15, 20 Minuten lang ansehen mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß mit Constancy und los geht's. Ja, so eine Art Tutorial, wie es scheint. Ja, fängt ja immer alles sehr, sehr einfach an. Okay, springen, springen. Wo muss ich hin? Also der Grafikstil gefällt mir sehr gut. Okay, ich kann hier nicht weiter. Einmal mehr sehr minimalistisch gehalten, aber ich stehe auf solche Dinger. Wobei man muss schon sagen, der Roboter sieht schon sehr, sehr... Ich finde den cool. Einfach nur süß. Okay, ich hoffe, das war nicht eins der 100 Level. Das wäre etwas, ja, egal. Oh, ein Smiley. Okay. Gibt's hier Fallschaden? Ja, es gibt Fallschaden. Alles klar. Dann nehmen wir doch lieber die sichere Route nach unten. Ja. Ich weiß auch nicht, aus welcher Höhe ich fallen darf. Aber okay, das ist alles noch, ja, hier. Easy peasy. Ah, okay, die erste Sprungpassage. Ja, kein Problem. Ich habe nichts gesagt. Nö, habe ich nicht. Ihr habt euch verhört. Das muss eine Stimme in eurem Kopf gewesen. Gah! Okay, ja, da sollten wir doch rüberkommen. Ja, nicht runterfallen. So, okay. Ich glaube, ich hätte das mit dem Gamepad zocken. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt Gamepad-Unterstützung hat. Wäre interessant zu wissen. Ich versuche das mal kurz. Nö, Gamepad reagiert jetzt hier so nicht. Kann aber auch sein, dass ich das einstellen müsste. Keine Ahnung. Hallo? Okay, das sieht nach einem großen Computer aus. Zentralrechner, irgend sowas. Hallo? Aha, das dimensionale Stabilisationsfeld wird initialisiert. 3, 2, 1, bumm. Wahrscheinlich explodiert die ganze Hütte gleich mal. Ja, ja, okay, abgeschlossen. Ah ja, okay, das scheint eine künstliche Intelligenz zu sein. Und Emergency Rescue Robot detected. Ja, das sind wohl wir. Guten Morgen. Was auch immer du. What the hell? Sieht sauer aus, das Ding. Let me sleep a little longer. Ja, nur noch 5 Minuten, Mami. Ja, hallo auch. Aha, ja. Du hast auf uns gewartet? Okay, schön. Wie auch immer du sein mögest. Ach, das ist eine Space Station. Aha,
Okay. Du bist für die Wartung und für das ganze Gedöns hier zuständig. Als künstliche Intelligenz. Ja, das ging doch schon mal schief in diversen Filmen. Ach, hier gab es einen Unfall. Nee, konnte ich eigentlich nicht sehen. Das sah mir ziemlich heile aus, aber okay. Und die ganzen Wissenschaftler sind verschwunden. Supi. Ach, in einem Zeitfeld. Aha. Das ist natürlich schlecht, wenn die ganze Station da in so einem... Naja, das typische Blabla, ne? Künstliche Intelligenz hat keinen Zugriff mehr. Beziehungsweise keine Kontrolle mehr über die ganze Space Station. Hanebüchern-Story und so. Achso, ja, er war zu Tode gelangweilt, weil er keine Kontrolle und keinen Zugriff mehr hatte. Er hat gewartet, gewartet, gewartet. Und irgendwann hat er gedacht, er macht mal auf Dornröschen und schläft eine Runde. Okay. Was hat das mit uns zu tun? Ah ja, okay, jetzt geht's wohl ans Eingemachte. Ja, sollen wir jetzt die Space Station reparieren, oder wie? Oder ihn wahrscheinlich. Wir brauchen ein Upgrade. Okay. Mehr damit. Na? What the hell? Ah ja, wir haben ein vierdimensionales Stabilisationsfeld jetzt bekommen. Interessant. Nein. Ich weiß nicht, warum ich das brauche. Ach so, ja, ne. Wer hat an der Uhr gedreht? Offenbar niemand in dem Fall. Ach so, mit diesem Feld können wir Objekte bewegen, ja. Alles andere steht still, ne? Aha. Okay, interessant. Ja, nee, ist klar. Okay, es läuft darauf hinaus, dass wir mal wieder die Drecksarbeit machen müssen. Ah ja, und wir sollen ihm offenbar solche Dinger holen. Ja, so wie so eine Art Sicherungen. Die sind überall verstreut hier auf der ganzen Space Station. Und wir sollen wiederkommen, wenn wir genug von den Dingern eingesammelt haben. Alles klar, Chefe. I'm going back to... Tja, gute Nacht, Kollege, ne? Tut mir leid, dass wir dich nach, keine Ahnung, 200 Jahren geweckt haben. Schlafen wir eine Runde. Okay. Wir sollen Sicherungen einsammeln. Und hier hat sich eine Tür geöffnet. Okay. Dann gucken wir mal. Metal grades and spheres can withstand high levels of heat and impact. Should be upgraded. Ah, okay. Die sind widerstandsfähig gegen Hitze und auch hier, ne, Einwirkungen. Und Fallschaden und so. Achso, ich sollte hier Enter drücken, ja, das wäre vielleicht eine Idee. Move on. Okay, so heißt wohl das Level. Warum soll ich hier Escape drücken? Ja, schönes Menü. Not. Keine Ahnung. Ach so, wahrscheinlich. Ach, ich wurde aufmerksam gemacht, dass ich hier ein Level restarten kann, falls ich mal einen Fehler mache, aber das mache ich ja nicht. Habe ich nicht erwartet, muss ich offen und ehrlich gestehen. Moment, wenn ich jetzt, dann muss ich weit genug wegstehen. Hä? Ach so, das bewegt sich echt nur, solange es in diesem Feld hier sich befindet. Das ist ja cool. Coole Mechanik. Okay. Ah! Uff. Okay. Diese Höhe überlebe ich also. Sehr schön zu wissen. Und wir sollen diese Sicherungen, aber hier habe ich keine gesehen. Ich glaube, hier war auch keine. Passing through. Ach du Schande. Passing through. Kann ich das? Hi!
Ah ja, okay. Ah, okay. Ah. Pff, ja, whatever. Egal, wir sind unten. Ah, okay. Ja, bleibst du da oben? Dankeschön. Ja, Steuerung ist soweit okay mit der Tastatur. Ist nicht, nicht hundertprozentig optimal, aber ist okay. Ist nicht schlecht. Ach, das war's schon. Okay. Immer noch keine Sicherung. Wahrscheinlich völlig übersehen oder so. Back and forth. Was haben wir denn hier? Mhm. Ach, ich muss dich wahrscheinlich zurückbewegen hier, oder? Mhm. Oh, das war... Ah, ja, okay. Okay, okay. Hoch, hoch, hoch. Okay, komm. Komm, kommst du her. Nein, bleib stehen! Okay, alles klar. Ja, easy going. Die ersten Level, ne? Standard. Die Kettensäge. Ach ja, hier, ne? Sehen wir auch schon. Ja, wahrscheinlich. What the hell? Ah, okay, das habe ich nicht gesehen, dass sie hier nicht hochhüpfen. Ach, damn it. Also hoch kann aber echt nicht hüpfen. So. Okay. Komme ich von hier? Ja, komme ich. Sehr schön. Ah! Nicht hier selbst erschlagen wieder. Okay. Immer noch keine Sicherung. Hm. Ja, noch sehr simpel. Gelegenheit. Opportunity. Wofür? Oh. Okay, das war zu hoch. Offensichtlich. Dann sollten wir uns wohl doch hier auf diesen Aufzug begeben. Ach, das ist eine Sicherung. Nein! Verdammt! Ja, ich krieg die Crates, also die Boxen hier nicht mehr hoch. Das heißt, ich werde wohl hier restarten müssen. Oder ich mache einfach einen auf. Hier. Nein, jetzt überlebe ich das sogar. Komm. Ja. Auch das ist eine Möglichkeit. Ah, das heißt, ich muss wahrscheinlich einfach nur verdammt schnell hier rüberspringen. Das testen wir doch mal aus, diese Theorie. Nein! Damn you! God damn it! Ach, ich glaube, das geht schneller. Ja, aber ich denke, das war schon so gemeint. Ich muss einfach ein bisschen später... Jawoll! Okay. Wir sollen genug von den Dingern sammeln. Mhm. Downfloor. Okay. Ah, ich muss die untere Box erstmal wegkriegen hier. Aufzug. Fährst du? Ja, okay. Aha. Dann wieder hoch. Hoffe ich mal. Okay. Musik ist sehr chillig, muss ich sagen. Ach, das war's auch schon wieder. Hm. Okay. Ja, wie gesagt, ne? Die ersten Level hier noch alles. Stepping Stone. Ach, das sieht ja auch nicht so übermäßig schwer aus. Gäh. Es sei denn, man erschlägt sich selbst. Kann schon mal vorkommen bei mir. Ab und zu. Hallo? Hm. Ja, okay. Da stand ich einen Millimeter. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt. Do not fall. Ich falle nie. Ach, das meinten sie. Okay. Das meinten sie. Das heißt, ich sollte wohl... Ja, natürlich, es bleibt ja alles stehen, verdammt. Da ist kein Boden offenbar. Aha. Ach, das ist eine Sicherung. Das ist eine Sicherung. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Okay, okay, okay. Alles gut, alles gut. Jawohl. Ich frage mich, ob das die einzige... Wow, knapp, glaube ich.
Spielmechanik ist, aber ich glaube nicht, ich habe da noch irgendwas von Gravitation und so gelesen. Ja, gut, ich meine, es ist ja eigentlich, na egal. Hey, good to see you again. You're pretty good at this. No, not really. Harry, show me. Ja, ja, hier, nimm deine verdammten Sicherungen. Ja, ja, stell dein Gedächtnis wieder her und repariere mal schön das System wieder, die Verbindungen. I've lost my connections to many of them. Help unlock the teleporters you can't open. Ja, also selbes Spiel. I will help you unlock them. Ja. Ne, bekanntes Spielchen in Jump'n'Runs. Level abschließen, damit man zum nächsten Level kommt. Hier halt ein bisschen verpackt in Technik und so. Ja, wir müssen zusammenarbeiten, um diese Space Station zu reparieren. Ja, ich glaube, dass es langweilig ist, wenn man hier feststeckt. Yeah, danke. Den moralischen Support, also die Unterstützung können wir gut gebrauchen. Wahrscheinlich schläfst du wieder, oder? Nee, er bleibt wach. Oder es bleibt wach. Ich bin beeindruckt. Okay. Dann gucken wir mal. Okay. Wir brauchen 4 Sicherungen offenbar bis zum nächsten Level-Unlock. Mal gucken, was uns hier erwartet. Origin. Enter. Kann ich hier noch weiter? Ich sehe nichts. Oder sehr wenig. Ach ne. Vielleicht ist das ein Lichtschalter? The hell? okay. Kann ich mich bewegen? Nö. Der Blick. Wow. Oh. Okay. Oh no. Oh no. Ach, das wird doch nicht so ähnlich sein wie hier The Bridge. Ja. Vor einer Stunde noch gesehen, bei jemand anders, ein Part. Und das Spiel an sich habe ich ja selbst auch, aber nicht fertig gezockt oder nicht zu Ende gezockt. Mal wieder. Ja, da konnte man ja auch Raum und Zeit quasi drehen. Vor allem den Raum. Das hier sieht sehr, sehr ähnlich aus. Oh ja. Okay. Oh no. Ja, wenigstens das ist noch easy going. Ja, ich glaube auch, dieses Spiel werde ich nicht zu Ende zocken. Ja, nee, mal gucken. Also, so vom Prinzip her gefällt es mir sehr, sehr gut. Okay, ne, hier Sägen, Sägeblätter. Zack, weg. Easy. Oh, okay, Moment mal, Moment. Ja. Besser ist das. Ah, Quatsch! Von wegen. Von wegen, ich muss ja stillstehen hier. Um das einzusammeln, also die Sicherung. Okay, alles klar. So, jetzt kommst du wieder runter, dankeschön. Und hoch und rein. Aber coole Mechanik. Coole Mechanik. Auf jeden Fall. Think twice. Oh Gott. Ja. Denk zweimal drüber nach. In meinem Fall wahrscheinlich 10-mal. Au. Okay. So einfach war es dann wohl doch nicht. Okay. Oh Gott. Ja.
ich würde sagen, das Ding ist doch etwas für, na? Candyman. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Moment mal, ich stecke jetzt hier schon fest? Seriously? was passiert, wenn ich... Ach so, ich... Ah, okay. Was das bringt... Nein! Aha, okay, alles klar. Unser eigenes Feld stand uns quasi im Weg. Protective Me- Oh Gott, ja. Sicherheitsmaßnahmen. Okay, damit kann ich noch gar nichts anfangen. Klar, weil an der Wand und so. Hat sie eine Sicherung? Nee, hat's. Moment. Ja. Sicherheitsmaßnahmen, ja. Schon klar. So. Besser ist es. Mhm. Ganz genau. Ja. Alles klar. Ich war schon versucht, das Knöpfchen einfach so zu drücken, ohne diese Kiste erstmal hier vor die Sägeblätter. Ja. Ja. So viel dazu. Ja. Der Tour. Was war es nochmal? Umleitung, glaube ich, oder? Ich glaube schon, Umleitung war das. Ja, aber liebe Leute, ich würde sagen, ihr habt das Prinzip gesehen. Und ihr wisst jetzt, wie das zu funktionieren hat oder wie es funktionieren sollte. Und ich würde sagen, damit mache ich auch mal Schluss hier. Ich finde das Ding sehr, sehr interessant. Kann ich hier drüber springen? Ja, kann ich. Das ist natürlich auch cool. Ja klar, die Sägeblätter bewegen sich ja auch nur, wenn wir unser Feld da... Damit könnten sich echt tolle Möglichkeiten ergeben. Sehr interessant. Okay. Ja, wie gesagt... Ah, das ist eine Sicherung! Okay, das muss ich mir dann privat nochmal ansehen. Die habe ich völlig übersehen, jetzt ich wollte schon raus hier. Okay, ja, wie gesagt, liebe Leute, ich denke, das Spielprinzip habt ihr soweit gesehen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Vielleicht, ja, ne, hat der ein oder andere jetzt vielleicht auch ein bisschen... selbst Lust drauf bekommen, hier mal wieder seine grauen Zellen etwas zu beanspruchen. Ich glaube, dass das Ding teilweise wirklich ziemlich fordernd werden kann. Naja, ich meine, wir sind jetzt hier in den ersten Level. Und ja, mir gefällt es sehr gut. Ich werde es privat auf jeden Fall weiterzocken. Wie weit, das ist eine andere Frage. Aber ja, die werde ich euch wahrscheinlich auch nie beantworten. Aber sei es drum. So viel zum kurzen Einblick in Constancy. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Auch der Soundtrack im Hintergrund. Immer so ein bisschen chillig mitlaufend. Ja, mir gefällt's. Und ja, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal, was auch immer das sein möge. Wie immer, einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.